Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute ein paar Frisuren zeigen. Dieses Video ist eher für die männlichen Abonnenten von mir, leider nicht sowas für die weiblichen, aber ich habe so viele männliche Abonnenten, komischerweise ist der Hauptteil meiner Abonnenten männlich. Und da ich so oft nach meinen Frisuren und nach Haartutorials und wie ich irgendwie meine Haare immer mache, gefragt werde, ich habe ja schon ein paar Frisuren, zum Beispiel wie man, wenn man sich den Undercut rauswachsen lassen möchte, was man dann so machen kann, das setze ich euch gerne in die Infobox, das Video dazu. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Frauen können mit ihren Haaren so viel machen, das ist echt unfair eigentlich. Die können sich Locken machen, sie können sich Wellen machen, sie können sich Zöpfe machen, sie können irgendwas wegstecken und Dutz und was weiß ich. Und deswegen habe ich gedacht, warum sollten wir Typen das nicht auch machen können? Deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch einfach mal 4 Frisuren, die ihr ungefähr mit diesen Haaren, also mit meiner Länge, machen könnt, verschiedene. Ja, und wir legen gleich mal los. Meine Haare sind jetzt frisch gewaschen und das, was ich immer mache, egal welche Frisur ich mir mache, auch wenn ich gar nichts mache, sondern so wie heute es einfach lasse, habe ich immer von Balea Trended Up heiße Sprühstärke drin. Es gibt verschiedene Arten, sich die Haare zu machen, logischerweise. Man kann sich die Haare ein bisschen matt stylen, dass es nicht, ja, dass es einfach ein bisschen ungemachter aussieht und ja, halt nicht so glänzt. Dann gibt es, wie ich schon sag, auch die zweite Variante, dass die Haare etwas glänzen, dass man sieht, da ist was drin, da wurde gestylt. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal die matte Variante und zwar mit dem Trended Up Balea Volumenpuder. Ist jetzt nicht mein größter Favorit, weil es nach Erdbeer riecht und es riecht künstlich und auch irgendwie sehr weiblich und das finde ich eigentlich schade oder ja, finde ich doof, dass es das von Balea das einzige Volumenpuder dann auch noch so einen Duft hat. Also es ist, ja, die anderen kaufe ich halt nicht von L'Oreal und was es da nicht alles gibt wegen, ne, der Tierversuche. Das kennen bestimmt viele von euch, das macht ihr euch einfach hier so einfach ein bisschen auf die Haare. Bisschen so und dann lasst ihr das so, es ist fertig und dann habt ihr einen richtig schönen weißen Schimmer. Nein, Spaß. Also, ihr habt ihr das hier drauf und dann geht ihr so ein bisschen durch die Haare und fixiert euch, knetet euch das so ein bisschen rein. Ihr seht schon, die Haare stehen. Das ist jetzt noch nicht das fertige Ergebnis, obwohl es gar nicht mal so schlecht aussieht, wa? Ich habe hier meinen Spiegel, hier meine Kamera mit dem Bildschirm, da muss ich ab und zu reingucken, damit ich auch sehe, dass es was bringt, dass ihr was sehen könnt. Man kann es natürlich auch so tragen, dass man das sich so ein bisschen hoch macht und ja, dann habt ihr eigentlich schon so eine Frisur. Guckt mal, wie schnell das geht, 10 Sekunden. Ein bisschen fixieren würde ich es dann noch mit, also ich nehme immer von Balea Trended Up voluminöses Haarspray. Dann könnt ihr es aber auch so ein bisschen platter tragen, so wie ich es ganz oft mache, einfach alles wieder ein bisschen runter und ein bisschen Haare ins Gesicht, hinten ein bisschen, ne, alles ein bisschen formen und dann habt ihr eine etwas plattere Frisur, könnt aber auch den Pony hier so ganz leicht ein bisschen hoch machen, dann habt ihr nicht alles hoch, sondern ist ein bisschen platt, das sieht dann sehr natürlich aus und habt dann einfach hier so ein bisschen Halt im Pony und der steht dann etwas hoch. Ich glaube, jetzt muss ich sie waschen, weil um das nächste zu zeigen, obwohl vielleicht kriege ich es auch ohne hin. Ich versuch's mal. So, ich glaube, ich kriege das hin. Also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, als wären meine Haare jetzt wieder frisch gewaschen, ganz normal, platt nach unten, ne? So. Dann mache ich das meistens auch wieder so, dass ich das einsprühe, so ein paar Sekunden warte und dann losstyle. Weil ich mache das halt nicht sofort, weil ich finde, das wird dann immer alles so nass und schmierig und das finde ich irgendwie doof. So. Und warte kurz. Nicht ganz so lange. Und dann mache ich so, als hätte ich einen Undercut. Dieses nach oben und zur Seite, aber es ist, meine Haare sind ja ziemlich kurz, von daher ist da nichts mit Undercut. Aber es ist so ein Fake-Undercut. So dieser Undercut-Look, ohne dass da was rasiert ist an den Seiten. Weil ich glaube, mittlerweile haben das immer weniger den Undercut und... War das gerade richtiges Deutsch? Nein! Hä? Ich glaube, mittlerweile haben immer weniger Typen einen Undercut. Das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass es wieder weniger wird. Aber man kann ja halt diese Art Style von Undercut trotzdem weitertragen, ne? Das ist ja
möglich. So, ich habe meine Haare gewaschen. Wie immer habe ich das Föhnspray drin, das habe ich immer drin. Ich würde euch empfehlen, bei diesem Look vielleicht auch ein bisschen Haarschaum reinzumachen. Ja, die meisten Typen haben, glaube ich, keinen Haarschaum da. Aber bestimmt eure Mama, eure Freundin, eure Kumpeline, irgendwer hat bestimmt Haarschaum für euch. Ist aber auch nicht zwingend nötig. Und zwar, jetzt kommt's. Ich habe mir irgendwann mal, war ich bei meiner besten Freundin und ich weiß gar nicht warum, aber mir war mega langweilig und dann habe ich halt irgendwann mal ihren Lockenstab benutzt oder habe den angemacht und weil sie hatte sich die Haare gemacht und der war noch heiß und dann war mir langweilig und dann habe ich es einfach mal ausprobiert und das ist der berühmt-berüchtigte Lockenstab. Der gehört nicht mir, der gehört ihr, aber ich benutze den mittlerweile ab und zu auch, denn es sieht gar nicht mal schlecht aus. Wenn ihr euch den mal selbst kaufen wollt, dann kann ich mal für euch gucken, dann setze ich euch den Link in die Infobox, wo man den bekommt. Ihr braucht natürlich ganz, ganz, ganz dünn. Falls jetzt viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, ja, was soll ich mit dem Lockenstab machen? Ich habe so kurze Haare, da passiert nicht viel. Ich habe auch kurze Haare, meine sind echt nicht lang, ne? Also guckt mal, das ist die längste Strähne hier. Und es funktioniert trotzdem. Ihr braucht natürlich eine gewisse Länge, braucht ihr schon, aber halt nicht viel. Ich zeig's euch einfach mal. Der ist jetzt heiß. Ich fange meistens hinten an. Und hinten ist mein Haar noch kürzer. Da kriege ich gar nicht mal so viel rein in dieses Teil hier. Und dann drehe ich das ein. Dass es bei mir so ein Schnitt ist, dass es bei mir hinten kürzer ist als vorne. Es geht, stuft sich so durch. Weil ich hier so einen Wirbel habe und da steht immer alles so willkürlich ab und da sage ich mal zum Friseur oder zur Friseurin, sie soll mir den Schnitt nach hinten kürzer machen, damit dieser Wirbel kurz ist. So, das reicht auch schon, dann ziehe ich das raus. Ihr könnt jetzt ja noch nicht so viel erkennen, aber ihr macht das jetzt einfach mal mit eurem kompletten Haar. Und so ein Lockenstab ist auch echt nicht teuer. Ich glaube, dieses Teil kostet, das ist ja schon ganz alt, das kriegt ihr für 10 Euro. Denke ich mal. Ich gucke mal nach bei Amazon oder so und dann setze ich euch das in die Infobox. So, ich mache das jetzt mal mit meinem kompletten Haar und dann zeige ich euch das Endergebnis, weil es dauert, wie gesagt, schon ein kleines Weilchen. Tada! Da sind meine Locken. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, aber so bleibt es nicht. Also, wer möchte, kann es auch gerne so tragen. Ich zeige euch mal vom Namen. Wer möchte, kann auch gern den Style Dauerwelle tragen. Ich mag das nicht so gerne. Und zwar geht es noch weiter. Ihr sprüht euch jetzt ein bisschen Haarspray auf diese Mini-Locken. Ich habe mir so erst gedacht, du kannst kein Tutorial mit einem Lockenstab zeigen. Weil da werden die meisten denken, dein Ernst? Aber dann ist mir eingefallen, dass zig Typen ja Glätteisen benutzen. Also ich brauche es halt nicht, weil ich glatte Haare habe. Aber so, vielleicht so Afros oder Halbafros oder auch Normaltypen, die lockiges Haar haben, die glätten sich die ja ganz oft. So, jetzt habe ich es ein bisschen eingesprüht und jetzt lockere ich das alles ein bisschen auf. Ist übrigens auch eine super, super Maßnahme, um sich Volumen in die Haare zu machen. Also wer kaum Volumen hat und auch wie ich feines, dünnes Haar hat, der kann das auch machen und so lange rumzupfen, bis die Locken wieder weg sind, weil dann ist es halt alles so buschig irgendwie. Dann hat man viel mehr Haare auf dem Kopf optisch. So, fertig. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, wie immer. Ergebnis vor allem, Ergebnis. Könnt ihr ein bisschen was sehen? Also es ist jetzt halt alles sehr lockig und aber aufgelockert, damit es nicht diese kleinen Mini-Kringel sind. Das ist auch wie eine Dauerwelle, ne? Ja. Das war's mit dem Frisuren-Tutorial-Video-Vorschläge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Lasst mir gerne Feedback da in Form von Daumen oder von Kommentaren oder beides. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.